QR Codes for free. Ja, seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodon zu einem neuen Part Tomodachi Live mit dem Zwergenfürst. Hier habt ihr mal den QR Code von meinem Mi, der sowohl für Tomodachi Live als auch für den Mi Maker 3DS gedacht. Den könnt ihr euch ab jetzt einscannen und mein Mi damit auf die Insel einladen. Das ist der erste Mi, den ich euch heute als QR-Code präsentiere. Ich hoffe, man kann es irgendwie einlesen. Die Qualität ist gut genug, dass man das machen kann. Hier auf jeden Fall erstmal der QR-Code von meinem Mi. Zwergenfürst, das Mi könnt ihr gerne benutzen und auch in euren Mi-Maker bzw. bei euch auf Tomodachi Live einziehen lassen. So, wen haben wir da noch? Hier haben wir noch mein zweites Mi hier. Den Zwergenfürst, wirklich die Kunstfigur, der Zwerg. Hier habt ihr auch nochmal den QR-Code, könnt ihr auch nochmal einlesen, könnt ihr pausieren und jetzt mal euren DS davor halten, vielleicht mal Vollbild, sofern es funktioniert, irgendwie mal experimentieren, vielleicht klappt es ja irgendwie. Dann kriegt ihr diese Mies hier. Die meisten hier sind wirklich von mir gemacht und die wenigsten habe ich aus dem Internet. Das ist eigentlich hier Zombie, den kann ich euch noch geben. Den habe ich auch selbst kreiert. Zombie Let's Play. So, wen wollt ihr noch haben? Palutin. Ja, der ist nicht so schwer, den kann man relativ gut selbst erstellen. Maudado. Ja, der ist noch gut. Maudado. Den habe ich noch gut getroffen. Maudado, Schneckerich. Hier habt ihr den QR-Code. Pausieren, wenn es euch interessiert, und einscannen. So, was haben wir hier noch? Let's Play Markus ist nicht interessant, da müsst ihr dann viel eher schon in seine Videos gucken. Der hat auch schon hier Part 45 Tomodachi Live bei Let's Play Markus, da hat der seine Mies auch präsentiert. Ja, bei mir ist 43, aber so, NCS, die ganzen NCS-Dinger. Ja, eigentlich nicht so interessant. Die YouTuber sind, glaube ich, das Interessanteste. Linificate, ja, Herr Bergmann. Ja, hier habt ihr nochmal Herr Bergmann. Burgsman. So, Grundschulzwergi. Ja, obwohl Grundschulzwergi ist so schwer nicht zu erstellen. Trotzdem, ja, hier habt ihr nochmal. Hier habt ihr nochmal Grundschulzwergi. Viel Spaß damit. So, Greeny Let's Play. Ja, den habe ich auch selbst erstellt. Das ist nicht etwa Greenies Mi, sondern der von mir erstellte. Ja, habt ihr ihn. Greeny, jetzt kannst du ihn auch einscannen. Hast du deinen Mi von mir für dich. Viel Spaß auch damit. Ja, wen haben wir hier noch? PewDiePie, das, den habe ich aus dem Internet. Das ist ein Mi, den ich nicht mehr genommen habe. Sonst noch was Spannendes. Ein Trump, den habe ich, glaube ich, auch halbwegs. Na, ich glaube, das habe ich editiert. Da habe ich ihn mir aus dem Internet genommen und angepasst. So. Den habe ich auch nochmal aus dem Internet. Ja, ich glaube, der war ein Internet-Mi. So. Finden wir noch was Interessantes. Ich denke so an Mies hier war es das jetzt hier. Was habe ich noch bei den Frauen hier? Für Blackie können wir noch hier meine Kollegen hier auf YouTube. Dann hier noch sie. Black Mirror Fan Lisa. So, da habt ihr Marmeladenoma,
Die habt ihr. So. Major. Das ist auch ein weiblicher Mii, welchen mit Paluten verkuppeln will. Oh, und der neue Charakter auf der Insel, der heute mit dazu kommt. Sarah Zwergfürst heißt das hier. Manche kennen sie schon aus meinem Adventskalender 2016. Sarah Zwergfürst. Ja, sie heißt mit Nachnamen Zwergfürst. Das ist ihr echter Name. Habt ihr auch nochmal sie. Frisch auf der Insel. Mein Schwester Mii. Das ist ein Mii, den hat sie selbst erstellt. Das ist von ihr. Ich weiß nicht, ob es der aktuellste ist, aber ich habe sie jetzt einfach in diesem Mii mal auf die Insel genommen. So, soweit von meinen QR-Codes. Habt ihr jetzt ein paar, die ihr einlesen könnt und auf eure Insel einladen wollt. Sucht euch welche raus und ja, da jetzt Geld, Spende von Obama, von PewDiePie auch, von Bibi's Beauty Palace, aber bitte etwas mehr. Denkt, liebe Bewohner. Besuchen wir sie gleich mal. Nanu, alles ist so verschwommen. In letzter Zeit sehe ich so schlecht. Da musst du dir wohl eine Brille besorgen. Ist zwar kein Brillenträger, aber ja. Vielleicht ist es mal fällig. So, und da ist ja auch meine Schwester auf meiner Insel. Und du sollst das hier bekommen. Einmal was zum Anziehen. Ja, geht so. Avocado, ich glaube, das schmeckt ihr nicht. Das müsst ihr. Real Life wird es ihr nicht schmecken. Ich zumindest, oder? So sehr habe ich mich jetzt nicht mit ihr beschäftigt. Ist zwar meine Schwester, aber ich kenne jetzt nicht alle ihre Vorlieben. Und ins Adventskalender-Video, wo ich mit, ja, sag schon, dieses Let's Draw gemacht habe, dieses Zeichnen nach Begriffen. Das war ganz interessant. Achso, eine Wohnung wollte ich ihr noch geben. So, das passt zwar nicht wirklich, also das ist also nicht wirklich etwas, wo sie drin wohnen würde, aber ja, ich habe gerade nichts Passenderes parat. Muss damit zurechtkommen. Pech gehabt. Hast jetzt dieses Zuhause. Komm damit zurecht. Kinos. Und was ist mit dir? Das Mii habe ich auch nie wieder angepasst. Das ist, ja. Ich passe Mies nicht an. Die sind, ja, die bleiben so, wie sie auf die Insel kommen. Ich helfe dir beim Niesen. Kitzeli, kitzeli, kitz. Na komm. Gesundheit. Okay, dort. So, hast du dich genossen? Hast du genossen? Eine AR-Kamera. Schön. Hübsch, hübsch. Du kriegst bereit mal ein Buch. Buch geschenkt. Auf Reisen Fotos machen? Nein, ich speichere Bilder nur in meinem Herzen. Das ist weise. So, was gibt's zu meiner Schwester zu sagen? Nicht viel. Ist halt meine Schwester. Ist halt irgendwie in gewisser Weise mit mir verwandt. Und ja. Man hört so ab und zu mal so einiges. Ich erzähle nicht viel aus meinem Privatleben. Aber vielleicht kommt es ja mal vor. Holla, die Weltfee. Ja, die haben wir im letzten Part eingeladen auf die Insel.
kommt vor, dass ich von meiner Schwester mal erzähle. Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Nee, nächster. Kannst du knicken? Hat lange gedauert, dass ich diese Einrichtung bekommen habe. Die passt sehr gut. Behältst du erstmal. So. Ich habe mich mit LeFloid gestritten. Ich bin so wütend. Mit LeFloid hast du dich gestritten. Dann vertragt euch mal. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Ah, helfen soll ich dir, dich zu beruhigen. Das kannst du nicht allein. Na dann nimm. Ich bin jetzt echt nicht in der Stimmung dafür. Tja, was soll ich dazu sagen? Also gut, ich gehe. Vielleicht fühlst du dich ja da ein bisschen mehr. La, 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 la. Aha, Sturmwaffe sinkt im Bad. Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen. Na denn. Los. Befreundet euch wieder. Ich mag keinen Streit auf meiner Insel. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Na, komm. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Super. Neuer Level. Wuhu. Hat's doch geklappt. Ach, kannst gleich mal ein Rap drauf anstimmen. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Nicht nötig. Ich nehm's trotzdem an. Wenn ein Buch mit Eselsohren zurückgegeben wird, das macht mich traurig. Ja. Ist halt miserabler Umgang mit fremdem Gut. Sowas macht man nicht. So, meine Schwester, sie war schon dabei bei mir. Sie guckt aber nicht wirklich meinen Scheiß. Kann ich verstehen. Greenie, mein Scheiß. Wir haben uns den ganzen Monat nicht gesehen. Ebenbild von Zwergenfürst Evie. Ja, sorry, ich hatte Sommerpause. Halben Monat lang. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Du willst was Neues zum Anziehen. Ja, passt sogar. Halbwegs. Du musst jetzt mit dem albernen Hut, nehmen wir dir mal ab. So, dann siehst du wieder ganz in Ordnung aus. Ich traue immer meinem Bauchgefühl. Okay, okay, okay. So, da steht da der Greenie in seinem Käfig. Und ja, müde ist er. Na denn, die will eine neue Einrichtung, kriegt sie nicht. Birksman, was ist mit dir? Letztens Geburtstag, herzlichen Glückwunsch nachträglich dazu. Ja, letztens ist schon ein Weilchen her, aber... Ich will Süßigkeiten naschen. Hatte Sommerpause, in der Zeit, wo du Geburtstag hattest. Süßigkeit, aber süß. Vielleicht ist ja eine süße Soße drauf. Hast du zumindest was zu essen? Ha, hat gereicht. Ich habe eine hübsche Reisende getroffen. Ich muss ihr mal schreiben. Na dann, mach. Mann, der bekommt jetzt diese Einrichtung. Ein Büro. Danke für die neue Einrichtung. Hat eine Menge Stil. Übrigens, willst du... Nein, will ich nicht. Mach ich demnächst. Doch, das ist jetzt so die Form of the Future Redaktion hier im Büro. Sieht doch richtig gut aus, ja. Passt zu Herr Bergmann. Kann mal ein bisschen arbeiten für seine Zeitung. Gronkh, dem geht's ein bisschen mies. Was ist? Hast du dich von Paaren getrennt oder was? Nein, das passiert doch nicht. Heimweh, Sehnsucht nach Paaren. Er ist ja allein hier auf der Insel. Die Paaren haben wir noch nicht auf die Insel geholt. Mein Bauch fühlt sich nicht besonders gut an. Ach, Magenschmerzen, Magenverstimmung. Mies sein. Wenn man so eine richtig miese Magenverstimmung hat, kann es einem richtig schlecht gehen. Mit dem Magenmittel habe ich dich wieder geheilt. Geht's dir jetzt wieder besser, Gronkh?
Neue Level. So kannst du mal ein bisschen singen. Hast du bald alles auf Lager. Kannst du bald in allen Chören mitsingen. In allen Chören dieser Insel. Ja, was soll ich sagen über meine Schwester? Ich finde nichts, was sensationell wäre oder was irgendwie erwähnenswert ist. Vielleicht, weil sie meine Schwester ist. Vielleicht gerade deshalb. Und ich halt alles über sie weiß. Es gibt halt nichts, was irgendwie für mich besonders wäre, weil ich sie halt seit, wie alt ist jetzt? Oh, vorsichtig, Zwergi, dass du keine falsche Zahl sagst. 13? 14? Vielleicht ist auch schon 15. Ja, Geschwisterliebe, ja, wisst Bescheid. Genau gemerkt. Ja, also so in dem Dreh. So in dem Teenie-Alter kommt sie langsam mal hinein. Ins Teenie-Alter kommt sie. So, sie guckt YouTube. Sie guckt nicht den Zwergenfürst, sag ich mal so. Ich würde meine Schwester auch nicht gucken. Muss ich ehrlich sagen, wenn sie YouTube-Videos machen würde, dann hätte ich auch keinen Bock drauf. Ihr Bock drauf, eure Schwester oder euren Bruder beim YouTube-Videos machen, zuzugucken, also eure Videos, seine Videos zu sehen auf YouTube. Den ganzen Tag 24/7 mal tragen, also das, da willst du den nicht noch auch in einer ruhigen Zeit auf YouTube, wenn du deine Videos guckst, auch noch ertragen müssen, ja. Ist verständlich, oder? Ich berühre hier sowieso schon, die hört sowieso alles mit, die Wände sind nicht sehr dick, das ist, die hat da immer Live-Let's Plays, und das Ganze anhören. Und da gab es auch schon Probleme. Gekauft, obwohl ich es nicht brauche. Gekauft, vielleicht finden wir mal wem andrücken können. Eis. Eis, Eis, Baby. Da haben wir noch Steampunk. Nice. Gekauft. Guckt denn meine Schwester so an YouTube-Videos? Ich würde sagen, ich glaube, ich habe letztens mal mit ihr darüber geredet. Ich weiß es aber nicht so genau. Ich habe sie auf jeden Fall mal dabei ertappt, wie sie Bibi's Beauty Palace Videos geguckt hat. Sie sagt zwar, das guckt sie nicht oft, aber dann will ich das wirklich glauben. Ja, sie guckt, glaube ich, alles. Auberginen. Na dann, ja damit. Vielleicht 10 davon haben wir noch gar nicht. Brauchen wir. So. Sie guckt immer so ein, und davon habe ich gehört, so ein Pferdezeug, irgendwie so etwas kleinere, so mittelstarke YouTuber, die so über ihr Leben auf dem Ponyhof berichten, irgendwie so Reiterstunden, wie dressiert man ein Pferd oder so ähnlich, so wie reitet man ein Pferd ein. Mal hier Fotos, mal ein Foto aufnehmen. Kriege ich jetzt hier vielleicht mal was Lustiges mit meiner Schwester hin? Ja, auf keinen Fall. Dieser Hintergrund. Vielleicht so ein neutraler hier. Sie mag auf jeden Fall Pferde, also sie ist ein Pferdefan, also begeistert im Reitgeschäft dort. Ja, ich glaube, sie wollte demnächst mal sowas machen wie ein Reiterkurs oder sowas. Ja, ist halt so ihr Ding. Ein bisschen neutral, aber man merkt auch schon bei den Nies so ein bisschen die Ähnlichkeit. Also, wenn ihr das Video im Adventskalender gesehen habt, man merkt, dass sie meine Schwester ist. Sie ist, ja, sie, man sieht es ihr an. Auch im Mii schon, das ist. Oh nein, oh nein.
Okay, ja, und solche Bilder hier. Das wäre schön. Na, schön wär's. So eine große Geschwisterliebe haben wir dann noch nicht. Oh, das passt doch. Sie ist ein Hundefan. Sie hätte so gerne einen Hund. Davon habe ich auch schon gehört. Meine Schwester ist so ein, auch ein Hundefan. Sie hätte so gerne einen Hund als Haustier. Eine andere aus der Familie will einen Hund als Haustier. Das Ding macht Arbeit. Und kennen wir ja, was mit Haustieren ist, so mit Verpflegung. Das ist ja dann Gassi gehen. Wer geht mit dem Gassi? Ich werde mit dem Hund nicht Gassi gehen. Haben wir das Thema mal abgeklärt. Meine Schwester geht mit dem Hund auch genau zweimal, dreimal. Wenn es hochkommt, geht es in einer Woche mit dem mal mit Gassi. Und dann macht das meine Mutter. Das ist, ja, und Familie. Willkommen bei den Nachrichten. Mein Nachbarskinder hier, meine Nachbarsfamilie, die hat einen Hund. Das ist das auch so, seit Jahren geht die Mutter da. Mutter und Vater machen das. Die Aktion war ein Erfolg. Ein Ritter namens Ducky sagte... Ein strandeter Wal. Sind wir ja bei der Blue Whale Challenge. Nein, bitte die nicht schon wieder. Er schien erleichtert zu sein. Bitte nicht diese Challenge mehr. Heraus, dass der Wal nur ein Plastikspielzeug war. Darüber waren die Retter alles andere als erfreut. Ja, Wir haben einige Inseln. Sag mal dazu nichts. Etwas Verrückteres als das krieg ich ganz bestimmt hin. Ja, wir sind hier auf YouTube Deutschland. Das ist was Verrückteres jetzt hier garantiert. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Felix Arvid Ulf Kjellberg und das waren die Nachrichten um 11 Uhr. Sein voller Name steht auf Wikipedia. Kein Problem. So, ja, dann ist auch hier alles wieder ruhig. Ich habe euch ein bisschen wenig über meine Schwester erzählt. Ja, ist halt... ist nichts Besonderes. Schon was Besonderes, weil sie meine Schwester ist, aber... wisst ihr, was ist PewDiePie oder Gronkh? Dass ich da Geschichten darüber erzählen könnte. Ich könnte Geschichten darüber erzählen, was ich so für Erlebnisse mit ihnen gemacht habe. Das ist wieder Privatsache. Das ist persönliche Sachen, die euch wieder einen Scheiß angehen. Ich habe euch ein bisschen erzählt, was sie so macht, was sie so ist. Ich hoffe, es ist in Ordnung für sie, was ich erzählt habe. Es ist jetzt nichts, was so sonderlich geheim wäre, nichts Intimes, was ich so ja verbreitet habe. Böhmermann, den gibt's auch noch. Ein Däumchen nach oben sollte es euch gefallen haben. Däumchen nach oben, wenn Sarah cool ist. Ist auf jeden Fall. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Ansonsten, ihr habt euch wohl, habt noch einen angenehmen festlichen Tag und haut drinne, bis zum nächsten Video. Man sieht sich. Ciao, ciao.